So, willkommen zurück zu Paranormal hier auf SlendyTube. Wir sind im Keller. Und wir haben keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ob ich hier irgendwas mitnehmen kann. Da oben klopft es immer noch. Ups, fröhlich an die Tür. Wir haben ja auf diesem Zettel mal gelesen, dass im Keller hinter der linken Wand, was diese hier wäre, dass man da, wo dieses... Oh oh. Seht ihr die da unten? Zwischen den Feuern, da steht sie. Alter, ich kann doch da nicht hingehen. Oh Gott. Ich will nicht. Ah! Alter. Fuck. Alter. Fuck you, ey. Ist sie weg? Zumindest ein bisschen das Zettel. December 21st, 1984. I've been returning to that room in the basement every day since the deaths. It makes me feel better, more at peace. December 23rd, 1984. The woman from the hidden room has been following me ever since I saw her. The presence I've been feeling isn't Marcus, it never was. She kills everyone I love. Why? What have I done, God? December 25th, 1984. Christmas is just another reminder that Jesus doesn't give a damn about protecting me. Satan's whore killed everyone I love, and now she stalks me, follows me, haunts me. January 11th, 1985. I have the urge to kill. Is my mind being tainted? Is my very soul being perverted and contorted by this evil place? Why did I ever set foot in that room? Is this why Marcus acted so strangely before he died? Is the same thing happening to me? January 15th, 1985. If anybody reads this, I apologize for anything I've done. Destroy the house, gas leak, utility closet, basement. Stop this evil. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Fuck. Scheiße, geh weg. Weg, lass mich in Ruhe. Alter. 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 Ach du Scheiße. Okay, wir sollen das Haus zerstören, indem wir das Gas da hinten austreten lassen. Ich weiß aber nicht, ob die Dame das zulassen wird. Schnell. Schnell. Feuer brennt auch. Müssen wir raus? Oh nein, da ist sie wieder. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm schon. Alter. Alter, ach du Scheiße. Three hours ago, we successfully stopped the fire at the house. One set of human remains was found in the basement of the home. The nature of the fire appears to be gas-related and purely accidental, though the matter will be investigated thoroughly by our department. The
deceased has been identified as Mattel Clark. Oh. Haben wir es geschafft, oder wie? Hört sich fast so an. Always a tragedy when something like that happens. On a brighter note, the weather on the coast is set to keep the sun shining. Which means, this weekend will be the perfect weekend to go to the beach. And now, here's James Hardy with sports. Okay, das war's wirklich. Ja. krass, wirklich krass. Also sagen wir es so, wenn ich mal wieder meine allseits beliebte Spielreview geben darf. Ich fand, es war ein richtig klasse Spiel. Richtig erschreckend an manchen Stellen, wirklich richtig gruselig. Probiert selber aus, kauft's euch, es ist nicht teuer. Ich glaube, es waren übrigens keine 7,50 €, ich behaupte, es waren glaube ich 4 €. Kauft's euch und spielt selber, es passiert immer wieder was anderes. Und hier sieht man gerade Special Thank to PewDiePie. Das heißt, er hat es auch unterstützt, finde ich super. Und ja genau, ihr könnt es auch unterstützen auf Steam Greenlight. Gebt da diesem Video einfach einen Daumen nach oben und dann kommt es vielleicht irgendwann mal auf Steam. Inspired by Paranormal Activity, The Blair Witch Project, Grave Encounters kenne ich nicht, Poltergeist, The Exorcist, X-File kenne ich, Nightmare House 2, Amnesia, The Dark Descent, Penumbra, Fear, Silent Hill, Alan Wake, die ganzen guten Spiele, die ich eigentlich alle noch spielen will, außer Amnesia, das haben wir jetzt gespielt. Huiuiui, also, richtig tolles Spiel, nochmal, ja. Ich überlege gerade, was ich noch sagen kann. Einfach aus dem Grund, weil das sonst so ein arg kurzes Video wird. wie gesagt, falls ihr noch weitere Games kennt, Indie-Horror-Games am liebsten, dann schreibt es mir in die Comments, die spiele ich dann auch noch. Ob das jetzt sein wird, sobald ich das neue große Let's Play habe, das ja am 6. Juli rauskommen wird, oder einen Tag danach vielleicht. Ob das da danach sein wird oder davor, das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, ich freue mich über jede Art von Comment. Ich freue mich über jeden Like, den ihr mir gebt. Ich freue mich auch über jeden Tipp, den ihr mir gebt, um noch ein bisschen besser zu werden. Wenn es euch wahnsinnig gut gefallen hat, dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. So, Werbung für mich selber habe ich auch noch gemacht. Sehr gut. Können wir auch checken, was ist das hier jetzt? Soll ich die Namen noch vorlesen? Ah, vielleicht lieber nicht. Ja, ansonsten nochmal vielen Dank fürs Angucken. Vielen Dank fürs Interesse. Falls ihr weitere Horrorspiele sehen wollt, guckt euch auf meinem Kanal um. Ihr werdet viele finden. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Let's Play. Zum nächsten Let's Play. Gut, bevor ich jetzt hier nur noch Scheiße laber, würde ich sagen, beenden wir es an dieser Stelle. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss, bye bye.